Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 3. Ich bin Azure und beim letzten Mal sind wir in die Katakomben von Kardos gekommen. Vorsicht vor Falle, Abkürzung, unten voraus. Ja, das stimmt sogar. Allerdings hat der andere so ein paar Sachen, die wir haben wollen. Deswegen gehen wir da erstmal lang. Anderem Skelette. Aber ich war natürlich so frei und habe ein bisschen geübt. Und dabei ist mir das aufgefallen. Eines der größten Probleme an diesen Orten ist die Tatsache, dass die Skelette sich wiederbeleben. Und das ist kein Problem, ehrlich gesagt. Denn diese Wiederbelebung können sie nicht unendlich machen. Ich merke aber gerade so langsam. Mit dem bisschen Stamina, was ich habe. Die Axt vielleicht doch nicht die beste Wahl gewesen. Also die schwere Großmachete. Bleiben wir erstmal beim Breitschwert. Wie man dann bemerkt, dass sie tatsächlich tot sind. Ist überraschend einfach auch. Muss einfach darauf achten, ob man Seelen bekommen hat. Wenn man Seelen bekommen hat, bleiben sie tot. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt zum Beispiel bei dem habe ich Seelen bekommen, bei dem anderen nicht. Okay, vielleicht habe ich doch bei beiden Seelen gekriegt. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, und sogar Skelette kann man mit dem Rückstoß angreifen. Jetzt hängen mir schon zwei Pfeile hier raus. Ja, das Breitschwert funktioniert auf jeden Fall besser, finde ich. Einfach schnell zu sein, funktioniert dann doch besser und nicht ganz so viel Ausdauer zu verbrauchen, wenn man angreift. Vielleicht brauche ich einfach mehr Ausdauer, das werden wir dann später nochmal ausprobieren. Schließlich wollte ich genau damit ja mal ein bisschen rumprobieren. Das wäre ja langweilig, wenn hieraus keine Herausforderung würde. Richtig? Richtig. So, können wir hier kurz noch eine schöne Seele mitnehmen. Jetzt ist es, die so komisch rauchen. Ich glaube, hier war nichts. Da glaube ich richtig. Hier ist eine Falle, wenn man auf diesen Schalter drückt. Das sind ein paar Feuerpfeile. Nichts Besonderes, möchte ich mal glatt behaupten. Mehr Seelen. Sollte da nicht. Ah, da ist er. Ich sehe den Gegner. Muss doch, da ist einer. Hier ist eine unsichtbare Wand. Zack. Scheinbare Wand. Ja, sagst du mir von der falschen Seite aus. Aber man kann ja auch hierhin runterfallen. Von daher. Ja, komm. Bau dich wieder auf. Keines der Skelette steht eigentlich häufiger als einmal wieder auf. Das heißt, wenn man nach dem ersten Mal keine Seelen bekommt, einfach nochmal platt machen, dann bekommt man die Seelen und dann ist alles gut. Ich bin echt froh, dass ich das herausgefunden habe. Als ich das erste Mal hier durchgelaufen bin, ich wusste das nicht.
Und das wurde dann echt anstrengend. Ah, okay, die bleiben anstrengend. Schnell wie sie sind. Aber wenigstens geben sie eigentlich fast immer. Also ich habe, also die Drop-Chance dafür muss echt hoch sein, dass die kleinen Titanit-Scherben geben. Und das ist eigentlich auch so der Grund, weswegen ich mit dem Upgraden überhaupt keine Probleme habe, wenn ich das einfach mal so mache. Weil man bekommt so viele Titanit-Scherben. Also zumindest die kleinen bekommt man wirklich so häufig. Hier siehst du noch eine, seht ihr. Noch eine. Ah, sehr kunstvoll der Typ hier. Ah, das nützt ihm auch nichts. Jetzt ist er wieder tot. Oh, noch eine kleine Titanit-Scherbe. So viele Scherben, da kann man es sich wirklich einfach mal erlauben, die zu benutzen. Nochmal zwei Scherben. Das ist überhaupt kein Problem. Hier ist noch ein Gegner, den man jetzt nicht auslösen muss. Also warum denn? Hier sind ganz schön viele Gegner gleich. Zack, 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 zack. Zack. Die stehen alle nicht nochmal auf, das finde ich sehr freundlich. Einer gibt mir sogar ein Schemata. So, und hier kommen wir jetzt zu einem Ort, damit wir unsere Quest weitermachen können. Nämlich finden wir hier anderes als Anri. Oh, hello. Have you seen my companion? To my shame, I'm snared. Aber Horus fehlt. Das ist ja, schade. Wir wissen natürlich nicht, wo Horus ist. Wir können ja. Ich glaube, das war's dann, genau, vom Dialog her. Können ihr Auge aufbehalten. Hier gucken. Müssen auch vorsichtig sein, da sind nämlich Skelette, die uns beschießen. Wenn wir da runtergefallen wären, also die Abkürzung genommen hätten, hätten wir die Bogenschützen-Skelette ausschalten können. Aber das ist für uns jetzt mal relativ irrelevant. Wir müssen allerdings vorsichtig sein, wenn wir jetzt nämlich hier lang gehen. Bam! Kommt uns da ein Ball entgegengerollt. Ein Ball aus Skeletten. Wenn wir durch die Tür gehen, müssen wir den hier ausschalten und dann einfach mal ein bisschen warten. Der Skelettball kommt nämlich gleich wieder. Ja, komm. Da ist er. Aber wenn er wiederkommt und in die Tür breitze, wird er zerstört. Das hier war nämlich ein besonderes Skelett. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt so schnell. Das trägt einen Hut. Wenn man dieses Skelett mit dem Hut ausschaltet, zerspringt das Ding. Und das ist wichtig, denn da ist ein Untotenknochensplitter drin. Das heißt, wir können unsere Estus-Flakons wieder verstärken. Ach ja. Hier kommen die wahrscheinlich nervigsten Skelette zum Einsatz, denn die werfen Töpfe mit Dunkelmagie auf uns. Die verfolgt uns eine Weile lang. Und wie ihr schon seht, die macht nicht wenig Schaden. Und das hier war wahrscheinlich dann der Ort, wo es wirklich schwer für mich wurde, weil, oh Gott, sie haben die Dinger überall hingeworfen und dann haben die mich ewig lang verfolgt und es wurde echt schwer auf Dauer. Besonders hier, wenn man nicht bei, ich weiß ehrlich gesagt nicht welche, Vorsicht vor Rollen, das stimmt, das ist eine gute Aussage, denn mit ein paar Töpfen, das sind meistens, da sind sie, da.
Bei diesen kleinen sind auch die Geisterwürmer. Jetzt habe ich sie erkannt. Jetzt weiß ich, wie sie aussehen. Das wird keine Wanne sein. Auch nicht. Da auch nicht. Genau, jetzt komme ich hier nämlich ran. Hier ist der Katus Milchring. Komischerweise so benannt. Ich weiß nicht mal wieso. Der erhöht mein Geschick etwas. Und, macht mich beim Rollen unsichtbar. Haben interessanterweise ziemlich viele getragen, als ich es mal beschworen habe. Was ich ganz witzig fand, ehrlich gesagt. Ja, mehr ist hier nicht. Im New Game Plus ist hier noch ein Ring. Ja, jetzt bin ich in die Falle getappt. Ich habe nicht auf den Schalter da geachtet. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Soll nicht zu viele Gegner heranholen. Das wollen wir natürlich nicht. Das Skelett ist feige, komm her. Ah, du bist so ein Skelett. Ja, hatte ich doch richtig in Erinnerung. Natürlich kann man die Feinde auch gegen die Feinde verwenden. Ja, jetzt müssen wir ganz kurz aufpassen, denn wir haben keine Serien gekriegt. Jetzt ist er tot. Nein, du wirfst das Ding nicht. Oh, du bist sofort tot. Das finde ich sehr freundlich von dir. Da drüben ärgert uns ein Gegenstand, aber keine Sorge, da kommen wir schon noch hin. Wenn wir hier lang watscheln, sehen wir nochmal zwei von den unfreundlichen Gesellen hier und einen Schalter auf dem Boden. Wir sind natürlich nicht doof genug, um auf den Schalter zu gehen. So, sofort tot, freundlich von dir. Ja, jetzt müssen wir eilen. Kriegen wir einen Erstschlag gegen ihn. Und du bist jetzt auch tot. Jetzt haben wir sogar eine große Titanebschlange gekriegt. Ah, jetzt geht's. Also langsam geht's loot-technisch echt voran. Da wollen wir nicht runterfallen. Was da unten ist, werdet ihr noch sehen gleich, weil wir gehen da so oder so mal hin, aber da will man nicht runterfallen. So, und hier ist nochmal so ein Skeletthaufen. Ball-Ding. Eine große Titanitscherbe und wir sind beim Leuchtfeuer angekommen. Das ist wirklich so ein Ort, wo man sehr sparsam mit Leuchtfeuern umgegangen ist, ganz ehrlich. Also, bis auf das dem hier, fällt mir vor dem, ich glaube, das ist das nächste am Boss dran und der Boss ist noch ein bisschen entfernt, also wird man schon ein bisschen vorsichtig sein. Was haben wir hier für schöne Leute? Wie es dann eigentlich in den Katakomben weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. In der Zwischenzeit werde ich den unteren Knochen später einlösen. Und das war es eigentlich. Mehr haben wir jetzt noch nicht erreicht. Wobei doch, ja, wir gehen zum Feuerbahnschrein zurück. Denn jetzt müsste etwas, ein neuer Dialog getriggert worden sein. Das heißt, das bisschen mit dem unteren Knochen später werdet ihr jetzt auch noch gleich sehen. Beziehungsweise vielleicht in der nächsten, ja, in der nächsten Folge. Zeit ist nämlich langsam schon wieder um. Von daher hoffe ich, hattet ihr wieder viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.